Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. So, wir sollen jetzt in Umons Werft und dort Bericht erstatten. Wir sind auch schon hier und da wollen wir doch gleich mal schauen, was uns denn der liebe Herr erzählt, ob wir das Schiff benutzen können oder nicht. Das würde ich sagen, schauen wir uns doch jetzt mal an. Ich denke mal, wir müssen bestimmt noch irgendwas erledigen oder so. Hier, bitte. Nunu, haben Freunde alles sammeln können? Tatsächlich. Rechtsbaumus und Diamanteiche fein. Sollte genug da sein für stark stabilen Schiffskörper. Okay. Aber Freunde dürfen noch nicht freu sagen, müssen jetzt gut zuhören und bloß nicht böse werden. Also, Freunde haben jetzt zwar alle Teile für Titanenschiff, aber Titan ist futsch. Okay, erzähl ruhig weiter. Umon hat leider vergessen, Titans feines Happer zu geben. Daher ist Titan wohl mit dicken Bauchig nur davongeflogen. Freunde müssen also los und futschen Titan wiederfinden. Umon hat gesehen, wie hungrig Titan Kurs auf Marasch-Quelle genommen hat. Ist bestimmt noch da. Okay, die Marasch-Quelle haben wir schon mal gelesen irgendwo. Tora versteht. Wenn Freunde dort Titan finden, dann einfach mit grünen Pollenkugeln füttern. Ach du Scheiße. Ist wie Vertrag mit Titan. Titan spielt gern Boot für Freunde, solange Freunde grüne Pollenkugel mampfen lassen. Aber wenn grüne Pollenkugel alle sind, werden Freunde unattraktiv und Titan völlig Lust zu helfen. Okay. Kugeln sind sanfte, zähe Methode von Nukon. Viel netter als brutalo-fiese Methoden von Moradin. Cool. Freunde hoffentlich stolz. Erfahren gerade super geheime Nukon-Tricks. Was? Ah, aber bloß nicht weiter sagen. Lieber schnell husch husch zu Marasch-Quelle. Freunden sicher klar, aber Umon sagt trotzdem nochmal, Titanen nur da, wenn Stand vom Wolkenmeer hoch ist. Alles klar? Das kriegen wir hin. Erhalten grüne Pollenkugel 3. Okay, Leute, ich mach mal das Bildmachgerät wieder an. So, wir müssen nach Torikut natürlich zurück. Das brauchen wir gar nicht durchlesen. Wir müssen natürlich einmal übernachten, dass wir das Wolkenmeer anheben. Das machen wir doch jetzt gleich mal. Und zwar Schnellreise, bitte. Toriko. Wir wollen genau hier hin. Ja, und da sehen wir eh schon das Quest-Symbol. Da bin ich ja mal gespannt. We're here. How do we go from here? So. Und dann gehen wir mal heier, heier machen. Müsste irgendwo hier gewesen sein. Genau. Zu Helmi. Wir machen bitte einmal einen langen Aufenthalt, weil ich glaube, das geht nämlich nur mit dem langen Aufenthalt, dass das Wolkenmeer steigt. So, Aufstieg möglich. Sehr schön. Machen wir das doch mal. 19. So, 19. Yep. Und sie zum Beispiel auf 20 aufsteigen. Alles klar. Bestätigen. Yep. So, und dann in die Marasch-Quelle. Gib mir Flut zur Marasch-Quelle. Jetzt seht ihr es da oben rechts, Leute. Andere Länder da oben rechts. Da ist das Wolkenmeer. So, okay. Und hol den Titan zurück. Machen wir bitte einmal schnelle Reise. Müssen wir jetzt schauen, wo das war. War das die untere? Nee. Wo ist die Marasch-Quelle? Hä? Wo war denn die Marasch-Quelle? Bin ich blöd? Die habe ich doch schon gesehen. Ah,
Da ist die Marke. Genau hier können wir rum. Haben wir denn Marschquelle? Ja, ich bin schon richtig, aber ich habe es doch schon gelesen. Gibt es ja keinen Schnellreisepunkt direkt dorthin. Aber okay, dann reisen wir hier hin. Das kriegen wir auch hin. How do we go from here? So, ich glaube, wir müssen hier lang. Gehe bei Flut zur Marschquelle. Ja, ist ja klar, weil der wird da natürlich dann in den Wolken mehr drin liegen. What have we here? Leute, wenn ihr das zockt, das Spiel, nimmt immer alles mit. Ich habe schon oft Quests erledigt, da hatte ich schon vorher das Material alles dann eingesammelt. Das war auch nicht schlecht. Also immer alles mitnehmen, was geht. So, hier ist noch ein Sammelpunkt. Come out, come out. Flora heals an aching soul. Aber warum nimmt jetzt die Nia nicht die andere? Wechselt die selber durch? Ich weiß es nicht. Können wir nicht der Nia sagen, sie soll jetzt mit der anderen Klinge spielen? Charaktere, jetzt schauen wir doch mal durch. Und zwar, dort ist Nia. Auswahl? Nee, ich komme bloß zu Aufstellung. Warte mal, wir können es jetzt hier... Aufstellung. Ich mache das jetzt mal. Ach so, da können wir das bloß so wechseln. Nehmen wir mal die hier. Das können wir bloß so wechseln. Ich will aber eigentlich... dass sie Klingenliste, warte mal. Wo war denn das? Klingenpartner. Hier können wir das hier machen. Ah, hier müssen wir das machen. Okay, er ist aber eigentlich zum Heilen da, gell? Dann hätten wir keinen Heiler. Das ist blöd. Und sie ist Angriff. Schreibt es mal in die Kommentare, Leute, wenn ihr wisst, ob die im Kampf auch... Ready for departure, ob die im Kampf auch selbstständig wechseln oder eben nicht. Sie hat noch gar nichts freigeschalten hier. Wir könnten aber... Not bad. So, er hat aber auch noch einiges. Glück, machen wir das mal. Good work, Poppy. Wie hast du noch? 525, ja, hier wirst du nichts kriegen. Okay, was hat er? 800. Nice one. Okay, kein Partner. Das können wir selber wechseln. Ausrüstung.
Ätherkraft wird sie erhöhen. Das wäre natürlich geil hier, wenn die... Er ist ja doch der Tank, sag ich mal. Das ist aber schon belegt, das können wir ihm nicht geben. Okay, ich würde sagen, das schaue ich mir offscreen da mal an. Okay, das haben wir Techniken. Hier können wir auf jeden Fall schon mal was machen, oder? Ein Zwillingswurf. Er kann nichts machen. Aber er kann was machen. Doppeldrehung, Schmettersalto. Komm, wir machen mal das hier. Alles klar. Dann sind die auch ein bisschen noch gelevelt. Okay, und dann schauen wir doch mal, ob wir das jetzt... Unten war auch eine Kiste, oder? Ja, genau, die weiß ich noch. Wird jetzt schon auf. You're all mine. Erasing. Okay. Calm your mind. Seltener Kristall. Okay, den nehmen wir doch gleich mal einsetzen. Klingen und zwar resonieren. Machen wir Rex oder machen wir Nia? Komm, wir machen Rex. Seltener Kristall und wir nehmen einmal den Aufrichtigkeitsverstärker bitte. Und probieren wir es mal, ob wir was Gutes rauskriegen oder eben nicht, Leute. Nein. Eine normale Klinge. Okay. It's about to get exciting around here. Churaru. Okay, ist eine Heilerklinge. Okay, bestätigen wir mal. Jetzt ging Part 1. Nein. Alles klar. Da ist einer. Freu, freu. Okay. Wir müssen ihm nur eine grüne Pollenkugel geben, damit er uns zu Umen folgt, oder? Gut, dass Rex das macht. Was? Das haben wir doch gar nicht besprochen. Ich meine, na schön, von mir aus. Pass nur auf, dass er dich nicht gleich mit auffrisst. Das war genau, was ich jetzt hören wollte. Puh, also dann. Friss! Instinktiv unser Anliegen werft aufgebrochen. Gut möglich, immerhin sind Titanen, wie ich mal ganz bescheiden anmerken möchte, sehr intelligente Wesen. Gehen wir erstmal zu Umon zurück und sehen nach. Okay, dann würde ich sagen, porten wir doch mal.
Was ist denn hier noch? Er springt gleich runter hier. Hier wird hier noch was? Nee. Nee, hier wird nichts mehr. Okay. Dann Schnellreise bitte. Wo war das jetzt? Hier war das. Genau. Um uns werft. Oh nö, oder? Sagi muss jetzt das Torigrot zurück. Muss nochmal übernachten. Ja, wir müssen nochmal übernachten, ist ja klar, weil jetzt eben das Wolkenmeer Flut hat. Okay. Jetzt schaue ich aber mal, reicht nicht eine kleine Übernachtung aus? Ist doch ein bisschen weniger. Wenn nicht, ist es wurscht. Hilft es eh nicht. Wir können eh nichts machen. Oh, vielleicht reicht ja die kleine Übernachtung. Okay, machen wir die große. Das ist eh schon wurscht. Habe ich doch recht gehabt, dass die kleine nicht reicht. Oh, gut, jetzt passt es. Engage Comb Protocol. So, jetzt können wir auch hier hinreisen. Okay, und wir speichern bitte einmal. So, okay. Freunde sind zurück. Schiffskörper wurde an Titan befestigt und Titan hat extra Portion grünen Pollenmampf gekriegt. Alles startklar. Großen Dank, Gepon. Freunde müssen Umon nicht danken. War Ehrensache. Wenn Freunde bereit sind für Reise, einfach Umon Bescheid geben. Umon Schiff. Abgeschlossen. Sehr schön. Der neue Titanfreund ist zu Umon geschwommen. Das Schiff ist nun zum Aufbruch zum Weltenbaum bereit. Okay, ich würde sagen, machen wir das doch mal. Auf geht's. Umon wünscht Freunden sichere Reise. Tora, bitte gut auf Dina aufpassen. So now we borrow Uncle Pon's boat. Thanks, Umon. We owe you. Indeed! Enjoy your boaty jaunt! So that's the World Tree. Whoa, I've never seen it so close before. Me neither, to tell you the truth. But it's just as awesome as I'd hoped. The current's really strong. Fall in that, and you're a goner. It's great that we made it this far, but how do we get over there? Any ideas? Pyra?
We... Huh? Rex, we need to leave. We can't stay here. What? Why? What are you talking about, Pyra? Ophion! Ophi who? Quick! Huh? Gotcha! Ophion, stop this. What's wrong? Can't you hear me? It can't be. What was that? Thought we were done for. Huh? Is that Uriah's Titan? This is not good. Ah, here it comes. Pyra? Anybody? I'm here. You hurt? No, I'm fine. Looks like we're all okay. Except for the fact that we now find ourselves in the belly of the beast. The beastie's belly? This is the inside of the Uriah Titan. Meh, meh. Look. Tora, think this not nice place. Is that how we're gonna end up? Hey, Rex, don't jinx us. Everyone, shouldn't we try to get out of here? If I recall, the Uriahs live towards the beast's back. There must be a way up there. Yeah. Can't hang around here for sure. Over there. Huh? Poppy sees something over there. Someone coming this way. For real? Maybe you're just seeing things. Poppy is certain. Something is flickering over there. Flickering? You say? Some kind of ghost, maybe? Shut up. There's no such thing. Nia, you're not scared, surely? Don't talk nonsense, Rex. I'm not a kid. You're scared. At last, something Nia's scared of. Just you watch. Hey, where's Pyra? What? Pyra's missing. But she was right here. Pyra? Pyra! Hey, what's up? Hey, what's the big idea? Don't wander off like that. Nothing, really. I was just taking a look around. What's the matter? What's so funny? Oh, nothing. Titan's fault. Oh,
Things are looking brighter already. Poppy can help too. Now even more brighter. You two are certainly earning a keep. Oh, I wish I could say the same for old Dromark here. Apologies, my lady. See? Not so scary when you can actually see. Let's find the exit. Yeah! Yeah! Königreich Uraya. Okay, Leute. Wir sind anscheinend auf einem neuen Titan. Und zwar auf dem Titan Uraya. Suche eine Stadt in Richtung des Rückens des Titan Uraya. Heftige Zwischensequenz. Weltenbaum. Ging noch nicht, weil da halt ein Beschützer da war. Heftig. So, Leute. Ich würde sagen, gehen wir doch mal ein bisschen gucken hier. Breitmaul. Schnellen sind wir jetzt gerade. What have we here? Flora heals an aching soul. Ich bin ja gespannt, was es hier für Gegnertypen gibt. Und oh, die sind schon Stufe 18. Luftröhrengrotte. Ah, die werden uns gleich alle angreifen. Gehen wir oben oder unten lang? Fuck. 23. Okay, hier glaube ich ist eher suboptimal. Aber ich würde trotzdem mal schnell reingucken. Und wir speichern auf jeden Fall mal. Speichern bitte. Alles klar. So, weiter geht's. 21, die müssten wir eigentlich knacken können. Und da hinten ist ein Fragezeichen. Ich will looten, Leute. Speiseröhre. Boah. Ich will looten. Was war denn das jetzt hier? R und A, R und Y. And hit! Put your best foot forward, Rex. Just watch this. Quietly. Calm down! No! You fight ha! Ha! Spinning cutter! He's all ha! Either and yeah. No one does now! Please like your leave it to Toro! Very protocol! Ja, da ist er schon draußen. Sehr schön. Ja, hier sieht schon Lock on. Spinning! Yeah! Yeah!
Rex. Will you help Tora tune up Poppy next time? No worries. I bet I can learn something to help my salvaging too. Come out, come out. Können wir da vorbeigehen, ohne dass die uns angreift, oder nicht? Nein, können wir nicht. Okay, bring it on. If there's something I can do, just shout. Don't give up on me. Ich wollte nicht rausgehen. Oh, wir gehen hier mal raus. Das machen wir später, würde ich sagen. Das schaffen wir jetzt noch nicht. Aber ist cool, sie hat auf jeden Fall schon mal die Klinge gewechselt. Sehr geil. Ja, da unten ist das Fragezeichen. Ich würde es gerne haben wollen, aber das ist, da kommen wir jetzt noch nicht ran, glaube ich. Da fehlen uns noch ein paar Level. Come out, come out. Flora heals an aching soul. Oh, Stufe 19, was ist denn hier los? Egal. No! We lost the upper hand! Anchor shot! Let us make use of the shot! For sure! Was gegen Blitz anfällig. Geile Sache. Und jetzt können wir aber die Kette nicht beenden. Focus. Gotcha. Yeah. Thanks, Poppy.
Geile Sache. Ja, du musst wirklich taktisch kämpfen, weil du musst vorher schon schauen, von der Angriffskette her, wie du hinkommst, dass du eben deinen verheerenden Angriff machen kannst. Gar nicht so einfach. Aber okay. Der lässt uns in Ruhe. Hier ist noch ein bisschen was zum Snacken. Come out, come out. Flora heals an aching soul. Drachenkehle. Och, das hört sich ja gar nicht gut an. Jebas Kaverne. There's some kind of dim light. If I remember, the Urion Titan has a translucent hide. I bet that'll be the light filtering through. So, the Titan must be above the clouds now. I dare say. If we can make it to the source of the light, maybe we'll find a way out of here. Hold it! Looks like a bunch of mushes I ain't seen yet. You gotta have pretty damn bad luck ending up in a Titan's guts like this. Huh? That blade! An emerald core crystal. So, the rumors are true. Huh? What rumors? The tale that every driver worth his salt knows. The legendary Aegis. Folks been saying she just woke up from a 500-year nap. Wouldn't have thought she'd show up with a pencil-neck shrimp like you for a driver, though. You think I don't have what it takes? No, I mean, maybe you could handle a normal blade. But a greenhorn like you, with a beaut like her, don't kid yourself. Come on, boy. Hand her over to a grown-up. This crap is getting old. Leave her alone. You got heart, kid. I like that. You, Zuo, you take care of the others. I want to squash the kid. Leave it to us, boys. We'll take real good care of him. Okay, dann schauen wir doch mal, was uns jetzt hier erwartet. Fighten wir mal. Also mein Gegner, hier ist ein kleiner Tipp für die Kämpfe gegen mehrere Feinde. Vielleicht weißt du es schon, aber das hier ist der All auf einem Befehl. Ah, okay. Beim Kampf gegen mehrere Gegner achten deine Gefährten normalerweise nicht darauf, wenn du dein Ziel änderst. Solltest du auch dringend Hilfe brauchen, kannst du dich durch den Druck auf Pfeiltaste nach links dazu auffordern, dein aktuelles Ziel anzugreifen. Bevor es in einem Kampf zu chaotisch wird, solltest du dir gut überlegen, in welcher Reihenfolge du Gegner besiegen willst. Indem du dein Ziel wechselst und im rechten Moment den All auf einen Befehl erteilst, kannst du die Oberhand zurückgewinnen. Beschütze jetzt Pyra. Ein bisschen Heilung hier. Thanks for the support.
Just make use of it. Muscle Muscle Wasser. Mal weg. Okay, geht eigentlich ganz easy bis jetzt. Okay, nächsten können wir ihn dann kriegen, glaube ich. Läuft, würde ich sagen. Okay, sollen wir die nächste noch abwarten? Jetzt kommen die Dreier, komm. Bums. Ciao, Bella. Bums. What's the matter? Are you the Aegis or aren't you? Something feels different. This man, he's... That all you got, mate? Pathetic. We'll show you. We'll show you what me and Pyra are made of. He dodged. Of course I did, kid. Any slower, you'd bore me to death. How about this, then? Rex!
this fast. Nowhere left to run. Eat this! Huh? Playtime's over. Take this. If you're a driver, you're a new one for sure. Drivers, see? We borrow our blade's energy, channel it into our weapons, and let rip with an art. But you gotta be careful. There's a limit to it. If you go in all bullheaded like that kid, even that Aegis of yours is gonna run out of energy before long. What? Huh? The name's Van Damme. I run a little firm out of the nearby village. Firm? Come on. I'll treat you to some grub as thanks for letting me take a whack at the legendary Aegis. Just then, I realized while we were fighting, I sensed from the very start that he didn't mean us any real harm. He sure is a strange old goat, that one. Schräger Vogel. Morning! Let us face the day with a renewed vigor. Okay, Leute, ich würde sagen, jetzt machen wir auch an der Stelle einen Cut, sind da doch schon wieder gut über 45 Minuten und schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge dann, wie es weitergeht. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und wenn ihr mir ein bisschen Support da lasst, Leute. Sei es ein Kommentar, Like oder auch Abo, würde mich alles sehr, sehr freuen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Ciao, ciao, euer Andi.